Wie wir das erste Mal probiert haben, hat er alte Trostens auf den Hof gestellt, hat einen Eimer verkehrt rum genommen, alles rein hingezogen, hat dem Flasch Wasser in die Hand gedrückt, dann gesucht, okay, die Abstand bleibt bestehen, kommt gleich wieder. Wenn du schaffst, in den Kreis reinzuspucken, dann kannst du auch nicht den Wein probieren. Da stand der Eimer auf dem Boden, aber du siehst, dass der Boden versaut hat. Charakter, Boden, Charakter, Boden, Charakter, Böden, Charakter, Charakter, Boden, Böden, Charakter, Böden, Charakter, Botte, Botte und noch einmal Botte. Willkommen zurück bei Charakterböden, der Episode Nummer 6. Heute sind wir zu Gast im Rheingau, genauer gesagt rund um Walluf im Hause JB Becker. Um mit der ersten immer wieder auftretenden Konfusion gleich aufzuräumen, der aktuelle Hausherr Johann Josef wird Hajo gerufen. Das Weingut selbst wurde allerdings schon 1893 von seinem Großvater Jean-Baptiste gegründet, daher das besonders von den Amerikanern so geliebte JB im Namen. Also nein, es steht nicht für James Brown, Godfather of Funk, aber eben für einen der Paten des Weinbaus im Rheingau, sattelfest nicht nur bei roten wie weißen Trauben. Ein wahrer Charakter, wie jeder, der ihn mal persönlich treffen durfte, sicher gerne bestätigt. Ein passionierter Segler, der lange vor irgendwelchen ideologischen Moden sehr genau überlegte, wie viel er seinen Stöcken und Böden jedes Jahr abverlangen kann. Der sich seine Zeit nimmt und sie seinem Wein gibt. Und der damit selbst in Jahrgängen die Kollegen zur schieren Verzweiflung treiben, vor allem wenn es dann eben in den alten Kellern reifen durfte. Rund um das Wirken der Familie gibt es manches zu erzählen, weswegen nicht nur wir uns entschieden haben, das Gespräch wieder auf mehrere Folgen zu verteilen. Inzwischen haben Hajo und seine Frau Eva Becker auch ihre eigene Reihe gestartet, die sie unter dem Namen Altes Weinwissen überall finden, wo es Podcasts gibt. Aber genug der Vorrede. Kommen Sie mit raus, wir sind in dieser ersten Folge meist unterwegs in einem kleinen, wie Sie hören werden, sehr geländegängigen Bus in den Hügeln rund um Walluf und Eltville. Die hechelnde Freude, die Sie immer wieder hören werden, kommt von Birte, einer Magier-Wissler-Dame, die den Hausherren nicht nur zur Jagd begleitet, sondern auch gerne mit jenem Bus um die Wette durch die Wingerte läuft. Es kann also in zumindest dieser Folge auch mal ein wenig lauter werden. Wir denken dennoch, es lohnt sich. Fahren? Komm mal rein. Na, du fährst hier vorne mit. Ja. Was hat's denn hier mit dem Weingarten auf sich? Wie soll's ausschauen? Ja. Hab ich mir abgeguckt in Bayern. Ich bin früher viel gesegelt, so vor 40 Jahren. Starnberger See, Ammersee. In der Drachenklasse und dann habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der sich als Prinz Luitpold von Bayern vorgestellt hat. Und war ganz begeistert, dass ich Wein mache. Also hier, ich habe eine Brauerei. Gerade mal mitgucken, wie es an. Dann sind wir kalt in Bayern gefahren. War damals so relativ geil. Und habe auch die ganze Biergarten gesehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Louis, das ist die Idee. Ich habe einen Garten am Rhein. Ich mache den ersten deutschen Weingarten auf. Und 85 habe ich dann aufgemacht. Wir waren früher als Kommissionäre für Wienerwald tätig. Und ich habe natürlich die Spieler der Idee gehabt, da mache ich einen Fettscheiß wieder neben draus. Das Weingarten schützen, aber das geht nicht. Und mir wurde auch erklärt, dass wir diese Zeit nach 80 wäre auch Wienerwald nicht mehr geschützt worden. Dann habe ich gesagt, gut, wenn man es nicht schützen kann, mache ich es alleine. Und habe dann 85 die Weingarten aufgenommen. Hat den großen Vorteil, liegt an dem Ufer, wo keine Straße und keine Eisenbahn ist. Gibt es nur zwischen Walluf und Eltville. Damals war die
Idee, da auch eine Autobahn unten entlang zu bauen, wird man durchs Wasser auf dem Damm nach der Schauderstraße bauen. Und da hat sich der Widerstand geweckt, das ältere Wallower Rheinufer. Das war die erste Bürgerinitiative Deutschlands. Und der Hauptinitiator ist dann auch noch zu Lebzeiten im Bund dafür geehrt worden, dass er diese Sache ins Leben gerufen hat. Das war der Direktor Kapitzke von der MM-Brink. Ganz viele Leute haben da mitgemacht, unter anderem mein Vater und Graf Elson. So hat man es dann geschafft, es abzuwenden. Es war ein ganz, ganz harter Kampf, der ging bis in die 80er Jahre rein, bis in die 70er Jahre rein, bis es dann wirklich entschieden wurde. Jetzt sehen wir schon, das ist alles Elswiller Rhein. Das ist hier oben flach südlich von der B42 gelegen. Aber das Herzstück ist natürlich der Hang vorne, da fahren wir jetzt hin und gucken uns den an. Das Ganze hier war früher Weingut Richter Beutenthal. Die haben aber 89 aufgehört und ich bin ein Freund der Familie und da haben die mich gefragt, ob ich nicht hier diesen Weinberg innerhalb ihrer Mauern für 3,5 Hektar übernehme. Wollte es gar nicht, aber dann habe ich es aus Freundschaft doch gemacht. Ich muss sagen, mittlerweile, ich liebe diese Lage. Es ist ganz toll und kann ich da vorne hin. Das so eingezäunte sieht man in Deutschland ja doch eher selten. So gerade mit Mauern. Ne, das ist jetzt hier. Das Platz auch an der Straße liegt. Hm. Hier unten ging es ganz anders. Da bauen wir die Stützmauer, das sehen wir gleich. Das Stück haben wir ausgehauen vor 2 Jahren, das lässt jetzt noch ein bisschen liegen. Und dann muss ich so in den Hang wieder reinpflanzen, ohne dass ich ihn groß umdrehe. Weil wie gesagt, wenn hier Unwetter kommt, ist alles in Gefahr. Und teilweise, wenn es hier nass ist, feucht ist, fahre ich sogar mit Schneeketten hier, damit ich nicht ins Rutschen komme. Und ich habe geschafft, da hinten an der Stelle 3-mal abzustürzen. Mit dem Schlepper durch den Zaun gefahren, da so ungefähr die Höhe und dann. Autsch. Und lebe immer noch. Bin ich dem lieben Gott ganz dankbar. Wie sagt man so schön, eine Katze hat 3 Leben. Und ich fahre da hinten jetzt nicht mehr, weil das Risiko gehe ich nicht an. Auch meine Frau hätte was dagegen. Ja. Haben Sie Fragen hier zu dem? Ja, das ist ja so eine Gefahr, die Leute, glaube ich, gerne unterschätzen. Also mein Opa hat auch im Rüdesheim so mit dem Baubetrieb, für den er gearbeitet hat, so Terrassen angelegt, wo die Raupen dann teilweise oben angekettet wurden. Und ja, ja, nee, das ist... Jetzt haben wir unten in dem Rheinberg direkt am Rhein. Und jetzt gehen wir in den Hang hoch. Das gehört alles aber am Ende zur selben Lage. Ja? Das gehört am Ende alles. Das ist alles Rheinberg. Was wir sehen, ist alles Rheinberg. Nee, wenn wir jetzt zur anderen Lage fahren, dann gehen wir weiter. Ach so, okay. Ja, aber also das, was hier die Neigung hat und die Stücke oben. Das ist alles gleiche. Ja. Also selbe Lage. Und die werden dann am Ende auch durchmischt, gefüllt, oder? Ja, sie werden teilweise getrennt. Ein Großteil geht bei mir in den Rheinberg-Sekt. Die Weine sind sehr fruchtig und haben, trotzdem sie hier auf dem Sandboden stehen, auf dem lehmigen Sand stehen, dann noch genug Säure. Das ist, geht also richtig gut. Du hast dein ganzes Leben hier gewohnt, oder? Ich bin 1945 im Nachbarhaus, wo wir jetzt waren, geboren und war nie länger als
28 Tage an einem Stück hier weg. Und das war ein Segeltor in der Ostsee. Das dürfte dann als verwurzelt durchgehen. Das kann man schon sagen, oder? Ja. Also die Bäume sind ganz gut mit dir vertraut. Aber auch die leiden jetzt schon. Man sieht es ja, die sind, fange ich auch schon an zu trocknen. Ja. Auch hier dieser kleine Nussbaum, der da steht, das ist ja auch alles schon drin, was da ist. Hm. Und halt oben her, wenn man da reinguckt, da ist es richtig, sieht man nicht richtig, wie es hell ist, dünn ist. Hm. Und hier unten am Fuß vom Hang, da ist noch sattgrün. So sehen die normal aus. Ja. Eben normal, so haben die auch Forstsanne ausgesehen. In der Forstsanne sind wir gestartet mit einem vollen Grundwasserspeicher. Und dieses Jahr haben wir keinen vollen Grundwasserspeicher. Wir haben zwar zwischendrin mal mehr Niederschlag gehabt, aber das hilft natürlich alles nichts. Es ist unten im Boden halt zu trocken. Da kommen die ja nichts. Wie wirkt sich denn sowas wie ein Hochwasser mittelfristig aus? Gar nicht. Hier auf die Weinqualität nicht. Diese Weine, die auf der Insel wachsen, Mariannau und so, okay, die kriegen kalte Füße. Hallo! Ah, grüß dich! Wir sehen uns gleich, ich arbeite heute. Ja, ich weiß es. Bis später. Sarah, die macht einen Ausschank bei uns. Gut. Also als du da drüben in diesem Haus nebenan geboren worden bist, da gab es schon auch Weinbau in der Familie. Natürlich, mein Großvater hat das 1893 gegründet. Und das war ein Restaurant vom Großvater, das war der Schwan. Den haben die 32 gekauft. Und in der Zeit hat auch mein Vater hier ein Weingut aufgegeben, das war ein guter Brockus AG. Das ist eine Firma, die Erdfarben herstellt. Und die haben ihr Weingut aufgegeben. Da kommt der Hauptlöwenanteil des Weinbergs her. Und da wir als Küfer auch anderen Leuten den Wein gemacht und haben auch Fässer gebaut, mein Großvater. Mein Vater hat es auch noch gelernt. Ich bin der Erste, der es nicht mehr gelernt hat mit Fässer bauen. Heute ärgere ich mich. Aber es war halt alles eine Hetze. Mein Vater war über 50 Jahre älter als ich. Und da blieb einfach keine Zeit. Der Junge muss durchgeprügelt werden. Leere Geisenheim und dann habe ich meinen Vater noch bis 73 gehabt und dann stand ich da. Aber schon, okay, nur man merkt, wenn der Vater weg ist, dann wird es plötzlich zugig am Boden, ja? Dann fehlt sowas. Man hat sich zwar oft mit ihm gestritten, hat auch Kämpfchen ausgefochten, die aber immer bei uns freundschaftlich geendet sind, es ist nie was hängen geblieben. Aber dann war plötzlich das Gefühl, der Alte ist nicht mehr da. Das ist schon. Und selbst nach dieser langen Zeit jetzt, denke ich immer mal so, was hat der Alte jetzt gemacht? Das ist also schon so, dass man eine gewisse Bindung nie verliert. Dass man sich halt so gut versteht. Ja, ich denke mal, das ist ja für viele Familienbetriebe und gerade bei Winzern ja eine enorme Herausforderung. Aber auch eine schöne Herausforderung. Und den Opa hast du dann nicht mehr kennengelernt? Der wusste, dass ich unterwegs war. Ah. Und der hat, ich sagen, einen wirklich sensationellen Tod gehabt. Der saß 1944, glaube ich. Ja. Saß der am Spätsommer unten im Schwanengarten, also das ist direkt der Garten neben uns. Und früher sind noch die großen Dampfschifffahrtsboote hier, die haben wir angelegt. Und da waren Kinder am Schwimmen. Und in den Sog von dem Schiff ist plötzlich so ein 16-Jähriger reingezogen worden. Und der Alte natürlich, sportlich, Turner, Jacke ausgezogen, über die Mauer gesprungen, ins Wasser, das Kind rausgezogen. Da ist auch nichts passiert und dann ist er ins Haus und ruft in die Küche rein. Mathilde, machen wir mal einen Tee, ich zieh mir schnell trockene Kleider an. Kam die Hochlager tot im Bett. Natürlich ein toller Tod, ja. Nicht gelitten, gar nichts, Leben gerettet. Das ist recht poetisch eigentlich. Nee, der hat auch einen
Walhofer hat auch über ihn ein Gedicht geschrieben. Hängt irgendwo im Büro an der Wand. Hi, ihr zwei. So, wechseln wir mal den Standort. Gerne. Und spielte nicht einer in der Familie auch noch eine Rolle so als Kommissionär, oder? Ja, das war auch mein Vater. Okay. Das ist ja so eine Rolle, die relativ schwierig zu verstehen ist. Der Kommissionär ist der Mittler zwischen Handel oder Zeuge. Das ist nicht ganz einfach. Der Kommissionär ist auch ein eigener Berufsstand. Im Handelsrecht ist der Kommissionär extra der Weinkommissionär, der kauft auf eigene Rechnung für Dritte und berechnet nun eine ausgehandelte Kommission. Mhm. Stellt aus der Quedre sofern er nicht beiden Partnern sagt, der Wein kommt von hier oder der Wein geht dahin. Früher gab es da Kommissionäre, die wollten einfach nicht, dass die Güter und ihre Klientel direkt Geschäft machen und haben deshalb nicht gesagt, damit mussten die auch halt haften, wenn das passiert ist. Ja. Aber das ist auch so eine Geschichte in der heutigen schnelllebigen Zeit. Es gibt noch Kommissionäre, es gibt auch hier noch Kommissionäre im großen Stil. Ich arbeite also nicht nur noch für einen alten Kunden hier, eine Sektkellerei. Wenn wir hier rüber schauen, das ist Richtung Eltville. Und da gibt es den Eltviller Sonnenberg, wo wir auch schon immer Weine, Weinberge hatten. Die Seite hier ist früher Ortsteil Oberwallhof, das ist der Fiedelsberg und hinten dran ist Langenstück. Haben wir nichts. Fiedelsberg ist auch eine recht gute Lage. Der Hof, an dem wir vorbeigefahren sind, das ist der Steinheimer Hof. Der hat zum Haus Luxemburg gehört und die haben es in 50er Jahren ans Land Hessen verkauft. Das ist eine hessische Staatsdomäne. Ganz, ganz besonders gute Böden, die es sonst nur im Osten an der Börde oben gab. Also ganz hohe Qualitätszahlen. Und es gab mal Bestrebungen, dass die Hessische Landesregierung da Weinberge noch draus machen wollte, aber auch das haben wir zum Glück verhindern können. Denn das ist einfach schön, so ein Auge Landwirtschaft innerhalb der Weinbergskultur zu haben. Ja. Man kann nicht alles nach Profit beurteilen und sagen, es ist halt mehr, aber das. So, jetzt hier ist die Gemarkungsgrenze. Das ist das Fiedelsbergkreuz, das hier steht. Fahren wir nach Eltville rein. Und dieses ganze Gebiet hier ist jetzt als Sonnenberg. War aber früher verschiedene Lagen. Das hieß Klümpchen, hieß Grimm, alle möglichen Lagen. Aber im Rahmen der Namenvereinfachung
Kunden hatten halt alles zusammengelegt, wenn sie jetzt hier hinkommen. Das sind richtig fette Lehmböden. Da gibt es ganz opulente Weine. Wir haben neben der Original Sonnenberg, zu dem wir jetzt hinfahren, das ist ganz kiesiger Boden. Die Weine sind mineralischer, sind fruchtiger, auch schlanker. Und auch da haben wir jetzt, das ist hier oben, wo dieses Häuschen steht. Das ist mal zu Zeiten des Kaiser Wilhelms, als Wilhelmshöhe, von dem Wanderverein hier gebaut worden. Und genau da ist das Herz des Sonnenbergs früher gewesen. Das war alles, was jetzt rechts war, hieß früher schon mal Sonnenberg. Darum diesen Leuten vorne auf den Weg. Der Turm war nicht hoch genug, um gesprengt. Und der Wilhelmsturm war nicht nicht hoch genug, um gesprengt zu werden, wie viele Orten. Das war einfach ein Wanderhäuschen. Ja. Wenn man jetzt hier hinguckt, hier sind jetzt immer mehr weiße Steine drin. Ja. Hier fängt das Kies schon an. Und da drüben. Jetzt Sonnenberg. Die Originallage, das sind wir auch noch hier. Das sind alte Reben, die habe ich stehen lassen. Das Stück, was uns gehört, geht nur hier rüber. Das steht jetzt hier original drin. Das war früher so. Und ich wollte jetzt nicht rausnehmen, weil oben habe ich eine Neuanlage gepflanzt. Die ist noch nicht so weit, dass sie mir hier. Hier reinguckt, das ist ein ganz kiesiger Boden. Ganz viel Gestein dran. Die sehen jetzt schon wieder gestresst aus, sehen Sie? Da ist kaum Wuchs. Da habe ich auch gut fast die Hälfte der Ernte schon rausschneiden lassen auf dem Boden. Da hängen auch pro Trieb nur noch 1 bis 2 Trauben drin. Von hier aus hat natürlich einen wunderschönen Blick. Über den Rhein. Hier die Burg Eltville, der Turm, wo die Gutenberg auch viel war. Eltville ist ja die Gutenbergstadt. Und da hinten, wo der Turm steht mit MM, das ist das Gebiet, wo die Sektkämmerei Matthias Müller ist. Gegenüber das Gebäude auf der Au im Rhein, sehen Sie überhaupt, das ist die sogenannte Königsklinge Au. Das ist auch so Ende 1800, Anfang 1900 gebaut vom Grafen Franken-Siersdorf. Aber diese Au gehört nicht zu Hessen. Also wenn da Wein drauf angebaut wird, und es wäre ein Hessen, dann nehmen die Au da unten, die Mariannenau, wo das Schloss Reinhardshausen zugehört, das ist auch auf der Au, das ist Rheingauer Wein. Der Rhein ist ja recht breit hier. Der Rhein hier ist breit. Der fließt ja ab Mainz bis nach Rüdesheim. Von Ost nach West. Und die ganzen Hänge hier gucken das meistens nach Süden, Südwest. Sind deshalb halt prädestiniert für den Rhein. Und was ganz Wichtiges sehen wir hier oben. Das ist die geschlossene Bewaldung oberhalb der Weinbergslage. Dadurch sind wir geschützt gegen Strahlungsfröste. Und wenn der Wand weg wäre, wird sich hier das Klima total verändern. Ja, das ist jetzt diese Kiesarbeit.
Da habe ich alles abschneiden lassen, von denen wegen. Da ist überhaupt kein Wuchs mehr drin. Da habe ich Angst, dass sie kollabieren, vielleicht eintrocknen und gar nicht mehr kommen. Das ist ja die Gemarkung Martinsthal, mit dem Häuschen da oben. Das sind alles Weinberge, wo früher kein Weinbau war. Hier haben Obstbäume gestanden. Mhm. Mittlerweile ist es halt rentierlicher. Achso, vielleicht noch mal den Hund einladen. Hat's ja Spaß, ne? Da oben liegt so ein Haus am Wald. Ah. Ja. Das ist die Gemarkungsgrenze zwischen Martinsthal und Wallhof. Wallhof ist eine ziemlich kleine Gemarkung. Gegenüber den anderen Wallhof. Um die 90 Hektar mäßig. Bei den Dom, die Spitze, dieses kopplige Ding, was da rauskommt, ja. Das ist ZDF Lerchesberg. Sieht man ganz gut. Rechts der Weinberg am Haus, der gehört noch zu Wallhof, dann springt die Grenze ein bisschen weiter und dann geht so zack, zack, zack nach unten, da fahren wir jetzt auch gleich vorbei. Auf was wir jetzt hier gucken, ist der Wallhofer Berg Windstoff. Und ob uns die Bäume die Sicht versperren oder nicht. Das kann man einigermaßen. Der Baum. Hier kommen die Zeilen runter, runter. Und dann kommt so ein Hügel davor und da drüber der Weg. Und das ist die Grenze zum Oberberg. Oberberg ist nur so ein Winkel. Mhm. Und das sehen wir gleich, wenn wir vorbeifahren. Wie groß ist die jener Winkel dann? Ja, wie groß was? Wie groß ist der Winkel? Weil du sagst, Oberberg das oben. Hm? Wenn es genau wissen wollen, müsst ihr es nachgucken, aber ich denke mal. 30 Hektar, 40 Hektar. Ah, dann doch. Reigenberg ist 30 Hektar, Bildstock ist ein bisschen größer. Bei der Klassifizierung zum ersten Gewächs kam natürlich Wallhof unheimlich gut dabei weg. Da ist wieder auf dem Oberberg fast alles klassifiziert worden. Mhm. Dann haben sich aber die Leute aufgeregt, haben gesagt, ja, im Rheingau, das ist ja keine Klassifizierung, wir haben ja fast 35% der Lagen klassifiziert. Da muss ich sagen, das ist einfach wissenschaftlich so rausgekommen. Wo man Großdeutschland wird und dann den Rheingau entgegensetzt,
dann wird vielleicht der Weingau zu 100% klassifiziert sein. Das ist halt eine von Gott geküsste Gegend für Wein. Aber es ist ja so, dass es auch nicht ausgenutzt wird. Der erste Gewächs gibt es vielleicht 2% im Weingau. Was ist die Überlegung dahinter, das so wenig zu nutzen? Das war einfach der Gedanke auch in Frankreich, Grand Cru-Lagen und sowas. Ja. Die Erfinder, die Väter des ersten Gewächs, war der Bernhard Breuer und der Graf Matuschka. Und die hatten den Sinn gehabt, einen leicht verständlichen Wein für die Gastronomie zu erzeugen, der einfach ein bisschen mehr Restzüße hatte, wie der Trocken ist und so. Deshalb haben die das auf 13 Gramm gesetzt. Mhm. Also geschmacklich trocken. Auch nicht an Qualitätsstufe gewollt, dass ich auch in den Schwächerjahren maschapitalisieren kann, was ja auch die Franzosen haben. Mhm. Und das war mal die Grundidee, sowas zu machen. Der Vater von dem Kollegen. Also Bernhard Greger, ja. Der war ein bisschen gleich alt wie ich. Vielleicht war er 2 Jahre jünger. Leider Gottes viel zu früh gestorben. Das war ein wirklich toller Mann. Jetzt fahren wir am Weigenberg vorbei, da fahren wir nachher wieder hin. Das hier ist neuerdings zum Weigenberg dazugenommen worden. Das war früher kein Weigenberg, da standen Obstbäume. Das war dann 71 die Ausweitung der originalen Weigenberg unten hat vielleicht 15 Hektar gehabt. Mhm. Mittlerweile mit dem unten ist 30. Wenn hier links, das ist jetzt bei Quickstop quasi in der Straße durch. Kreuzen wir gleich diese Autostraße, die sie normalerweise bei uns unten in Heim bauen würden. Oberberg sind die Zeilen, die senkrecht runterlaufen. Bildstock hier ist quer gezeilt. Und dann geht es um die Ecke und dann hoch. Früher was hier, wollte ich eben erzählen. Unterberg, Mittelberg, Oberberg. Mhm. Und in den 50er Jahren beim Roten mit Spaten und Hacke haben unsere Arbeiter diesen Bildstock ausgegraben, der da steht. Und dann wurde er restauriert und auf diese Ecke gestellt und dann haben sich die Alten überlegt, da machen wir doch jetzt einfach aus dem Unterberg und dem Mittelberg den Wallenberg Bildstock und das obere, das bleibt dann eben Oberberg. Das rechts ist Oberberg, das links ist Bildstock und hier vorne der Weg rein ist unten Bildstock und oben Oberberg. Da können wir mal ein bisschen höher fahren, ja? Mhm. Die Anlage gehört zu uns. Aha. Und das ist der Nachbar aus Rauenthal. Da sind die Stöcke hochgezogen und bei uns sind die ganz weit unten am Boden. Mhm. Wir haben eine wesentlich höhere Laubwand wie hier. Also mehr Eigenverschattung, höhere Assimilationsfläche. Und wir haben auch nur eine Zeilenbreite von 1,60 Meter, weil ich will möglichst viel Stöcke auf dem Hektar haben. Mhm. Es ist wie wenn ich Leute an Sandhaufen stelle zum Aufladen. Wenn da einer steht, der macht sich kaputt. Und wenn da 4 aufladen, ist es ruckzuck gemacht. Und so ist es auch mit der Rebe. Wenn viele Stöcke produzieren, braucht der eine Stock
nicht zu viel Nährstoffe. Hm. Also die nehmen nicht einander weg, sondern sind dann genügsamer, weil... Die Leute sind ja alles Leute, die nehmen sich schon auch ein bisschen was nebeneinander. Und das ist eine Geschichte, die mir ein alter Verwalter erzählt hat. Dass er, wenn er die einpflanzt und nicht viel dran, das wir hatten, ja reduziert. Mhm. Und dann brauche ich eigentlich nicht gar nicht zu dünnen, weil da kommen die unschlicht schon raus. Der Unterschied zwischen Oberberg und Bildstock vom Boden her ist, dass hier im Oberberg ein bisschen mehr Lette im Boden ist. Auch in der Oberschicht ist die Wasserführung hat gute Säurewerte. Aber ich muss ihn auch dann bearbeiten, wenn es Zeit ist. Wenn es mal geregnet hat, wenn ich den eintrocknen lasse, komme ich da nicht mehr ran. Der Bildstock unten, das ist ähnlich wie im Sonnenberg, hier ist nicht mehr Kiesanteil drin. Die Weine sind auch ähnlich fruchtig. Was heißt das denn, ich komme da nicht mehr ran? Ja, dann ist der, wenn der Boden festgebacken ist, ist er zu. Und das ist natürlich schlecht. Dann ist er zu trocken. Das ist auch eine Anlage von uns, die ist jetzt 12 Jahre alt. Auch hier sieht man wieder ganz tief gezogen. Mhm. Der ist jetzt noch nicht ausgedünnt, da war noch Trauben weggeschnitten. Das ist zu viel, was da drin ist. Und spielt diese geringe Erntemenge auch mit da rein, dass ihr dann in Jahrgängen, die vermeintlich als schwächer gelten, dennoch... Ja klar, weil gutes. Die Konzentration, vor allen Dingen, ich habe mehr Mineralstoffe drin. Ja. Das mit der geringen Erntemenge, das kam, als ich anfing, trockene Weine zu machen. Ich habe das hatte ich ja mal erzählt. In der Lehre das erste Mal einen trockenen Riesling probiert, war völlig begeistert vom Geschmack. Aber bei mir hat freudig erzählt, da hat er mich gleich angeguckt und gesagt, lieber Bäcker, im Rheingau kannst du keinen Riesling 120 am Restzucker machen. Dann hatte ich den Ehrgeiz, eben dem Rheingau zu zeigen, dass es auch anders geht. Es gab ja mal Jahre, da waren wir die Einzigen, die wirklich trockene Weine produziert haben. Auch trockene Weine, die wirklich trocken waren. Die haben keine am Restzucker gehabt. Die waren wirklich trocken. Und das geht nur, wenn ich geringe Erntemengen habe. Wenn ich zum Beispiel 9 Promille Säure mit 100 Hektoliter ernte, dann habe ich einen pH-Wert von 2,8. Wenn ich 9 Promille Säure mit 45 Hektoliter ernte, habe ich einen pH-Wert von 3,2. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich muss nichts kaschieren. Ich muss da keine Säure. Hier haben wir jetzt, das ist der Müller-Thurgau, der einzigste Müller-Thurgau, den ich noch habe. Wie man den, der war immer Müller-Thurgau. Kann ich mich gar nicht anders erinnern. Wurde der vom Segeln mitgebracht? Ja? Wurde der vom Segeln mitgebracht? Nö, das war schon mal ein habe ich schon angepflanzt. Da sind jetzt meine Bohlen drin und dünnen aus. Macht auch keiner. Die sagen, alle Müller-Thurgau braucht man viele Menge. Ist auch mit Müller-Thurgau wenige total fruchtige, tolle Weine. Und ich habe die Idee, jetzt mal Müller-Thurgau ein bisschen zu forcieren. Das hier oben war mal eine alte Kneipe, hieß zum Eicheneck. Die hat existiert bis Anfang der 60er Jahre. Dann hat es der Besitzer erschossen. Die Kinder haben das Erbe ausgeschlagen, dann ist es an die Kommune gefallen. Dann war das der Sitz des damaligen Yachtpächters, da war das auch toll in Ordnung. Und dann hat mir ein Bürgermeister, der gesagt, ach, das kann die Gemeinde auch nutzen, hat den gekündigt, rausgeschmissen. Ja, das ist die Gemeinde genutzt. Der Zaun noch kaputt. Jetzt wollten wir da vor 20 Jahren, hatte ich die Idee, hier oben im Waldkindergarten hinzumachen. Ich mache hier ein bisschen Politik. Da haben wir auch einen Waldkindergartenverein gegründet. Das hat der Gemeinde auch nicht geschmeckt. Und die Eltern haben gesagt, ja wie, kein Ganztagskindergarten. Da haben wir gesagt, Leute, Waldkindergarten geht nicht. Wenn die 6 Stunden draußen waren, sind die platt. Dann sind die fertig. Jetzt habe ich ein paar neue junge Leute heiß gemacht, vielleicht kriegen wir das Projekt wieder durchgezogen. Hat natürlich auch einen ganz schönen Blick hier.
Das heißt, von drüben ist der Blick noch schöner. Wir können nochmal. Ja, was haben wir denn gemacht? Ganz tolle Leute. Der eine kommt schon über 20 Jahre zu mir, der andere 15 Jahre. Die sind mit Herzblut dabei, die sehen die Arbeit. Die sagen, Chef, hier müssen wir noch hin. Die würden noch nie irgendwo mal rumtrödeln. Gibt da so Leute, wenn die merken, ach, so eine halbe Stunde, komm, mach ein bisschen langsam, dass wir dann heimfahren mit Umwegen und so. Ja, die fangen den nächsten Weinberg noch. Die werden natürlich auch mittlerweile ganz gut bezahlt von mir. Die sind voll versichert, voll angemeldet hier. Mhm. Dieser Bus hat Allrad-Differentialschwerter, sonst könnte das nicht so alles. Den habe ich mir für die Jagd an sich gekauft, deshalb hat er zwei Schiebetüren. Ich habe vor 4 Jahren den Einzel hergeschossen, den habe ich alleine mit meiner Frau hier ins Auto geschafft. Ja. Ah, hier. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Ja, das ist die zwei Polen und hier die Familie. Ja. Den muss ich zwar viel beibringen, den muss ich immer noch viel beibringen. Und die macht auch nichts kaputt. Wenn man so andere hat, die wissen alles besser wie der Chef. Und dann werden die Maschinen hingestellt und da stimmt was nicht. Und also verständlich. Ich habe jetzt am Anfang alleine arbeiten müssen hier, weil ich noch niemanden hatte. Katastrophe. Alles, was ich angepackt habe, war mal ohne. Da drüben schaffen wir jetzt auf Rauental. Ja. Das ist der Rauntaler Berg, dieser Sattel. Das ist der Rauntaler Gärt und außen dann die Ecke, das ist diese Spitzenlage Rauntaler Beigen. Und das Häuschen, sehen wir es nicht, sehen wir gleich wieder, das ist der Nonnenberg vom Breuer. Hm. Ich habe mal getrunken bei. Naja. Und das ist jetzt noch Ballung und dann spielen die Grenze hier runter. Und dann nochmal, und jetzt fahren wir nochmal da unten rum. Die Größenverhältnisse in dem Tal sind ja optisch sehr täuschend. Also es wird doch viel, viel größer, als man so beim ersten Besuch denkt. Ach so. Weil der Rheingau hat ja bloß 3000 Hektar. Hm. Allerdings ist beim Rheingau ist das eben so, diese 3000 Hektar sind wie ein Stück. Das Ähnliches hat man ja an der Kultur. Ja. Das sind nur die zwei einzigen Weinbaugebiete, die so geschlossen da liegen. Hm. Bei allen anderen Weinbaugebieten, da ist ja mal ein größeres Stück irgendwas dazwischen, auch in Franken und so. Und das hat schon der Franz Schumacher in seinen ersten Büchern so beschrieben. Franz Schumacher war der erste Journalist, der weltweit Weinbau beschrieben hat. Kennst du die Bücher? Und das war ein guter Freund meines Vaters, der hat schon mit meinem Vater Exportgeschäfte in 30er Jahren gemacht. Ja. Und
das war ja damals eher nicht so verbreitet, sich anzuschauen, was machen die anderswo so. Und der Stefan Schuhnigger war mit der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Und der hat dafür gesorgt, dass Schloss Vollrats, Schloss Johannisberg nicht geplündert wurde. Hm. Er hat gesagt, hier, lass dir die Finger von. Hm. Und Becker Walluf ist auch tot. Okay. Und die haben immer auf dem Schloss dann erzählt, ja, und es gab angeblich mal einen Amerikaner, der vor ein paar Jahren war ich auch da oben, und habe schon den Briefstaller geschnappt. In dem Keller sind ja Fässer unten, mhm, so groß, wo Frisch draufsteht. Und da ist auch eins mit dem Frank Schumberger. Ich habe gesagt, hier, guck, das ist der Mann, der euch den Hals gerettet hat. Der hat dafür gesorgt, dass ihr keine Hals habt. Das wusste natürlich der alte Labon. Hm. Aber der war vielleicht so verkrebt, dass er weg ist, dass es seine Nachbarin nicht erzählt hat. Das gibt es ja alles, ja. Und das hier ist, früher hieß es Martinszeller Geisberg, heißt jetzt Martinszeller Rötschi. Und Martinszeller Geisberg war einer der ersten Weinberge, die mein Großvater gekauft hat. Mhm. Und jetzt habe ich da wieder ein bisschen zurückgekauft. Das ist hier die Ecke, die 5 Eisenstöcke. Und dann dieser sehr leidende, dünnere Weinberg, da habe ich auch fast alles runtergeschnitten. Das ist übrigens der Weinberg der Eva jetzt. Den haben wir vor 3 Jahren überschrieben. Weil sie unbedingt sagt, ich will was Altes. Ich habe hier passt. Toni Jost Bacherach, sagt ihr das? Ja. Der Peters Mutter ist eine geborene Welle aus Walluf. Ja. Und das war eines der richtig guten Weingüter hier. Der hat auch den größten Besitz in Waldenberg neben mir. Hat auch einen Gruberwald oben. Zum Pitstock, der zu uns gehört. Das ist einmal hier so eine alte Anlage, die ist 50 Jahre alt. Wird natürlich auch ärmlich. Ich muss mal gucken, ob ich die nächste überhaupt noch halten kann. Das sieht alles ganz schön aus. Und dann hier, der ist vor 20 Jahren gepflanzt. Aber auch hier sieht man die Trockenheit an den Blättern. Das ist eben der etwas leichtere Boden, nicht so schwer wie oben. Das ist so, wenn man hinguckt, ist ähnlich wie im Sonnenberg. Hm. Scheint doch deutlich weniger Gestein zu sein. Ja? Scheint ja auch. Ja. In die Waldberg fahren wir jetzt hier rüber. Das ist ziemlich unterschiedlich. Das sind auf der unteren Seite zum Rhein hin ist es mehr steinig und oben auf dem Hang wird es dann total lehmig. Aber geologisch scheint ja hier noch mal deutlich mehr passiert zu sein als so in den Nebenflüssen. Ja, das ist ja alles, muss ich ja vorstellen, das war ja alles ein Riesenmeer hier, ja? Hm. Bevor der Taunus und der Hunsrück durch den Rhein durchgeschnitten wurden, stand ja hier alles unter Wasser. Da oben am Wald war die Küste. Und im Wald selbst gibt es Sandgruben, wo die Sand holen. Das war von früher, da ist eben die Sedimentation reingekommen. Und wie das dann gefallen ist, hier ist ja ganz viel Löss auch, also angewehtes. Und Weigenberg unten ist Braunerde drunter, gut Wasserführung. Da hinten Rötchen, da ist unten richtig dicht, Lett, fast wie Ton.
Aber das hat auch eine gute Wasserführung. Die einzige, wo es mit der Wasserführung halt ein bisschen eng wird, ist Sonnenberg und dann auch so hier, wo halt zu viel Kies drin ist. Wo die Böden unraus aus Durchschlüssen kriegen. Aber man muss jetzt das mal abwarten die nächsten Jahre, gell? Also wenn wir dieses Jahr wieder keine Winterfeuchtigkeit kriegen, dann sage ich gute Nacht hier. Dann gibt es einige Standorte, die... Es macht keinen Sinn, es macht für mich keinen Sinn, anfangen mit Bewässerung einzubauen. Und wenn jetzt plötzlich alle hier bewässert, dann wird es verboten. Wir haben das Wasser. Wir sollen das Wasser öffnen. Das ist ja im Moment schon verboten, aus den Bächen oder Flüssen Wasser zu holen. Ja, und Trinkwasser ist ja sowieso schon knapp. Wallow hat es in meiner Jugendzeit, in den 50er Jahren, mit dem Ort Oberwald zusammen, mal gerade 1500 Leute gehabt. Heute sind wir an der Grenze zu 6000. Okay. Und die machen immer noch Neubau. Das ist mein großer Kampf in der Politik. Deshalb bin ich auch in die Politik gegangen. Alles neu. Alles neu. Alles Acker. Gibt es bei der Winterfeuchtigkeit einen Unterschied, ob die als Regen oder als Schnee kommt? Nee, die Hauptsache es geht die Boden rein. Ja. Wo kam denn all das Geld in Eltville her? Wo kam denn all das Geld in Eltville her? So? Die Leute, die hier reinkamen, dann gab es ja hier die Säckelerei und dann war hier der Graf Elz in Eltville. Auch nicht so ganz unvermögend. Langwelt von Simmern, die leider aufgegeben haben jetzt. Und sind halt auch viele Leute, zum Beispiel hier, die erste große Villa Richtung Eltville, die alte. Die Hagedorn-Villa. Der Hagedorn hat das ganze Schienennetz gebaut. Der hat auch in Südwestafrika das ganze Ding gebaut. Der hat im selben Stil nochmal ein Haus an der Côte d'Azur gehabt. Und wenn der mit der ganzen Equipage angefahren kam, da wurde der Zug zwischen Eltville und Wallow angehalten. Da sind riesen Entladedinge aufgebaut worden. Dann ist der da mit 60, 70 Leuten fürs Quartier hier in sein Haus im Rheingau. Es muss ein Luxus, ich selbst habe das von innen nicht gesehen in der Zeit, da waren glaube ich 30 oder 40 Bäder schon drin. Was? Und dann hat in der NS-Zeit haben die hier die Marineschule reingesetzt und aus dem Grund sind hier einige Sachen gebombt worden. Die wollten diese Marineschule treffen, haben zum Beispiel im Rheinberg, wo wir eben waren, das Lauzin ist neu gebaut, diese alte Villa getroffen. Und die Dinger sind vertrieben und dann haben die auch Schloss Johannisberg bombardiert. War alles nicht gewollt. Wollte kein Mensch im Rheingau was kaputt machen. Es ging nur hier um dieses Ding. Und dann haben die ja so Christbäume gestellt gehabt, wo die Bomben fallen lassen. Da war viel Wind, da sind die vertrieben worden, da haben sie an der falschen Stelle die Bomben bombardiert. Es gibt ja hier ganz klar so einen Sinn für Geschichte. Wie oft denkt man denn dann auch darüber nach, so wie das in ein, zwei Generationen so aussieht? Die nächsten paar Jahre. Die nächsten Jahrzehnte sind mal gesichert. Wenn sie niemand findet, das macht, okay, dann was? Das sind viele Sachen, die irgendwann mal zu Ende gehen. Hier ist alles endlich. Ich habe gerade erzählt, Peter Jakob Kühn hier. Der Sohn hat auch ganz spät erst gesagt, doch, Schnick gemacht, mach es. Der wollte auch zuerst nicht. Wobei ganz spät ja auch relativ ist, wenn man damit aufwächst, weil man ja doch ziemlich viel auch so über Osmose mitbekommt. Aber der ist dann studieren und war weg, hat nur eine Geschichte zu tun haben und... Da war der bestimmt schon über 20.
Das ist heute für manche Personen ja auch noch recht früh, um eine Idee davon zu haben, was man machen will. Also. Das Schlimmste ist, wenn man Leute wohin schubsen will, und dann verdirbt man ganz viel. Man verwachsen wird. Kann ja mal so an der richtigen Stelle dosiert was einfallen lassen. Schön, dass du es. Hattest du jemals einen Ausbruchsgedanken? Hattest du jemals einen Ausbruchsgedanken, dass du was ganz anderes machen wollen würdest? Nee, bei mir war das halt anders. Ich war. Doch, ich hatte mal. Nee, ich habe mir überlegt, was ich machen würde, wenn ich es nicht machen würde. Hätte ich Jura studiert. Daher die Liebe zum Prozessieren. Nee, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn. Und da, wenn ich was sehe, was schräg geht, kann ich nicht weitergehen. Da muss ich sagen. Ist manchmal nicht so hilfreich. Macht auch nicht unbedingt Freunde. Der steht da oben vor der Tür bei uns. In der nächsten Folge dann geht es nicht nur in den Keller, sondern auch in einen Teil des Außenbetriebs, wo nicht nur die alten Segelboote und Kutschen auf ihre Erweckung warten, sondern auch jener Raum, wo sich Hajo Becker mal für ein paar Jahre zurückzog. Es wird auch wieder um Geschichte gehen, um Ernsthaftigkeit und Prinzipientreue und ja, um den Glasstopfen. Aber all das dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf Sie. Dies war Episode 6 von Charakterböden, einer Yadasa-Produktion. Marc Übel war wie immer dafür verantwortlich, dass trotz aller technischen Widrigkeiten noch etwas zu hören war. Er und Dennis Hörter sorgten auch für die weitere Musik. Carmen Hofmanns Adleraugen sorgten wieder dafür, dass Sie auf charakterböden.de nichts lesen, was dort nicht hingehört. Auch dafür einen ganz besonderen Dank. Ich, Thorsten Schmidt, darf die Interviews führen und die Bilder schießen. Bevor Jonathan Gehlen dann dafür sorgt, dass alle Logos und Schriften prima aussehen. Und Jan-Niklas Jansen, dass auch alles dort im Netz landet, wo Sie es dann finden können. Wir möchten gerne allen Winzerinnen für ihren Einsatz und ihre Zeit danken. Heute besonders Eva und Hajo Becker. Bis zur nächsten Folge. Wohlsein. Da gibt es einen ganz guten Trick. Fleisch im Nitrat, wenn die wirklich alt sind und nicht weiß, wie der Kork reagiert, probiere ich das gar nicht. Dann nehme ich ein starkes Küchenmesser, mache die Kapsel ab, haue von oben gegen den Rand, da platzt das genau ab, kann ich den abziehen, da guckt der Kork so weit raus. Ich traue mich aber, ich gehe dann mit den Zähnen dran, ziehe ihn raus und ansonsten kann man ja zwei Gabeln nehmen. Und da ist mir sicher, er fällt nicht rein. Ich habe jetzt, wie wir vor 3 Jahren in New York waren, habe ich den Leuten auch vorgeführt, die waren völlig begeistert.